Leute, ich bin so müde. Wir haben jetzt schon 17.15 Uhr und wir haben jetzt so einen mega geilen Ausflug gemacht, da wo ich unbedingt hin wollte. Und das war noch nicht mal meine Idee. Wir sind jetzt in Hutdorf. Warte, nein, wie heißt das? Ich sag euch das mal. Hutdorf. Und ihr müsst googeln nach Topola Tekla. Hier ist so ein geiler Bauernhof. Guckt euch das mal an. Also richtig schön. Also ich freue mich, ich zeige euch das mal hier. Okay Leute, ich habe euch leider die falsche Info gegeben. Wir fahren da gleich erst hin. Wir sind jetzt hier Rybowówka. Das ist der Bauernhof. Genau, ich filme euch mal hier ein paar Impressionen und kann euch das dann jetzt einblenden und das andere werdet ihr dann gleich sehen. Ja! Die Sprungmitte, die ich nicht mögen. Ja. Hast du jetzt ein paar gemacht? Ja. Czekaj, może się jeszcze raz obróci. A potem weźmieć go ręką tam. Ale kann ich ihn streicheln? Nein, der hat gerade mit dem Fuß gemacht. Der will nicht. Und nie chce. Nie? Ich glaube nicht. Nie lubi cię. Na to już dość, to już ci więcej nie zrobię. Warte. Hier bin ich. Alpaka. Hallo. Und wie müsst ihr hier? Dann tschüss. So Leute, ich verstehe nicht, warum wir den Ausflug nicht heute Morgen gemacht haben, sondern erst so spät abends und auf den schnellen Drücker, weil ich hätte das gerne morgens gemacht, aber nun gut. Das ist in der Woche umsonst, kostenlos und am Wochenende kostet das 25 Zloty, ich glaube pro Person, aber ich bin mir nicht sicher.
Man kann da auch schwimmen gehen im Sommer. Da ist das Wasser aber sauberer. Da ist sogar ein Jacuzzi. Mega geil. Oh mein Gott, das ist hier genau meins. Ein richtig geiler Bauernhof. Oh mein Gott. Ich bin im Himmel. Ich bin echt im Himmel. Das ist so, so schön. Ich habe sogar ein Foto mit einem Alpaka. Das ist zwar nicht so schön, aber egal. Hauptsache, ich habe ein Foto. Haha, happy. Und jetzt geht's noch weiter. Ich bin so, ey, wieso macht man sowas nicht früher? Ich mag das nicht, sowas Geiles auf die Schnelle, weil dann hätte ich mir dieses Shoppen heute Morgen gerne gespart. Das war nämlich nicht meins. Aber hier ist schön. Ja, hier ist echt so, so schön. Also macht das mal, wenn ihr hier seid. Auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Und so sehen Leute meine Schuhe nach diesem Ausflug aus. Richtig dreckig. Und das am ersten Tag. Ach so, Leute, wichtige Info vergessen. Habe ich gerade erfahren. 25 Slotte Eintritt am Wochenende, in der Woche umsonst. Aber ihr könnt für diese 25 Slotte euch hier was kaufen. Futter für die Tiere oder was anderes. Also ihr könnt das dann in irgendwas einlösen, in Essen oder so. Ne? Also ist es dann doch umsonst sozusagen. Ja, genau. So, Leute, wir sind jetzt in... Moment, ich muss das kurz ablesen. Hudorf. Googelt mal nach Topola Tekla. Dann habt ihr die Adresse. Es ist hier so, so schön. Ich blende euch irgendwie vorher oder nachher die Impressionen ein. Nur leider fängt es langsam an, dunkel zu werden. Wir haben ja 6:15 und ich glaube, ab 6:30 fängt es an, dunkel zu werden. Und ich will noch an diesem Baum ein Foto haben. Oh mein Gott, ich kämpfe gerade mit der Zeit. Gleich ist es dunkel, da kann ich nicht mehr filmen. Aber das ist auch eine Empfehlung von mir. Kommt hier hin, Eintritt hat jetzt 0 Euro gekostet, also kein Eintritt. Also wir sind aber in der Woche da. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende aussieht. Aber, oh Gott, wo sind die? Da ist die Tür. Oh mein Gott, da ist die Tür. Ich muss schnell zur Tür. I beg you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you knock me down? I know I'm feeling something for you. Okay, Leute, also die haben mich jetzt gerade noch ein Stückchen gebracht, als das Stock dunkel war. Und hier geht's, also hier ist jetzt die Hauptstraße, hier ist alles beleuchtet.
Bin ich froh, dass ich nicht alleine laufen musste, aber es ist jetzt so kalt geworden abends. Und ja, was kann ich noch sagen? Ach, heute ist der Tag, wo komplett WhatsApp, Facebook und Instagram in der ganzen Welt down ist, also wirklich kaputt ist, nicht mehr funktioniert. Aber ich habe mich schon gewundert, ob ich bei Instagram nicht reinkomme. Habe ich dann auch erfahren. Aber nun gut, ich bin jetzt auf dem Weg ins Hotel. Ich glaube, wir haben, weiß ich gar nicht, weil ich habe in allen Kameras Akku leer. Das ist jetzt auch, muss ich sagen, die andere Kamera. Überall ist Akku leer. Ach, meine andere Kamera, also die große, die ist mir runtergefallen im Auto, als ich aufgestanden bin. Ich hatte vergessen, dass ich die auf dem Schoß hatte. Die ist runtergefallen und ich hatte jetzt zwei Schönheitsfehler, aber ist egal. Also das Display ist jetzt nicht kaputt, aber meine eigene Dummheit. Ich bin so übermüdet, ich bin so müde, so kaputt. Ich habe so keine Kraft mehr. Ich habe mich gerade oben kurz hingelegt und mein Körper wollte einfach nicht aufstehen. Mein Körper wollte sich nicht bewegen. Ja, deswegen bin ich froh, dass sie mich gebracht haben. Hatte ich ein bisschen Motivation, wenigstens noch zu laufen. Aber ich muss euch sagen, in dem Hotel ist richtig arschkalt und da halt nicht so. Und ja, ich bin jetzt, wie gesagt, auf dem Weg ins Hotel. Ich beende diesen Tag. Ich weiß nicht, wie viele Vlogs das geworden sind. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch. Die Glocke aktivieren, damit die Kasse klingelt. In der Infobox findet ihr noch die ganzen Playlists von 2015 bis 2021. Sogar von diesem Vlog gibt es eine Playlist. Schaut rein, klickt euch durch, kommentiert fleißig. Lasst mir Feedback da, damit sich hier die ganze Arbeit auch lohnt. Genau. Und, oh Gott, hier ist jetzt wieder nichts mehr los, ne? Oh Gott, ey. Genau, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und sage dann bis morgen. Tschüssi. It's